Hallo liebe Freunde, in dieser Plenarwoche melde ich mich wieder hier mit einer Videobotschaft. Letzte Woche war mein Kameramann leider im Urlaub, deswegen konnte ich anlässlich der Kanzlerwahl nicht berichten. Heute hat jetzt Frau Merkel ihre Regierungserklärung gehalten und es war, wie es zu erwarten war, so wie die Mannschaft ist, nämlich das letzte Aufgebot der Altparteien, sozusagen der Volkssturm der Altparteien, so war auch die Regierungserklärung von Frau Merkel eine totale Bankrotterklärung, gemischt mit Durchhalteparolen. Kein Wort über Gewalt gegen Deutsche, dafür Antisemitismus. Warum lässt nur dann Frau Merkel Millionen von Muslimen ins Land, die ihren Antisemitismus mit hierher nach Deutschland bringen? Frau Merkel steht treu zu den Flüchtlingen, die sie ins Land gebracht hat und ist der Meinung, dass wir das gut geschafft haben. Dazu liest man einfach eine beliebige Zeitung und blättert diese durch. Leider muss man fast jeden Tag von neuen Gewalttaten gegen Deutsche lesen. Es ist schlimm, was hier passiert ist. Für die AfD kann ich nur sagen, die Jagdsaison auf die Bundesregierung ist eröffnet.